Also der Begriff Stolz gehört jetzt nicht zu meinem üblichen Sprachgebrauch. Aber wenn ich zurückgucke, dann stellt es mich schon zufrieden, dass ich bestimmte Dinge, die notwendig waren in ihrer Zeit, hoffentlich rechtzeitig angegangen bin, dass wir insbesondere das Verständnis dafür gemeinsam gepflegt haben, dass man eine D-Mark jetzt dann auch seit 10 Jahren 1 Euro eben nur einmal ausgeben kann und dass man dann zu entscheiden hat, was ist einem das Wichtigste und dass man eben nicht für alles genügend Geld hat. Unter nachhaltiger Geldanlage versteht man ja, etwas vereinfacht ausgedrückt, dass man seine Moral nicht bei der Geldanlage vergisst. Gleichzeitig muss man aber bei der Anlage von Geldern berücksichtigen, dass die Anlage einen bestimmten Zweck erfüllt, also Finanzierung unserer Pensionen. Also muss ich gleichzeitig gucken, dass wir realistische Renditen erwirtschaften. Und da muss ich die Unternehmen beurteilen lassen, da gibt es bestimmte Beratungsunternehmen, die einen da begleiten und muss gucken, wo wird der kirchliche Zweck, den wir vertreten können, am meisten erfüllt. Also bei Rüstungsunternehmen sicherlich nicht, bei embryonaler Stammzellenforschung auch nicht, im Pornografiebereich nicht. Und so haben wir bestimmte Gesetze oder Vereinbarungen getroffen in der Landeskirche, wo wir unser Geld anlegen und wo nicht und auf welche Art und Weise es ethisch vertretbar ist. Völlig zeitlos steht jede Kirche vor der Herausforderung, die Notwendigkeiten der Tätigkeit, die sie in der Gesellschaft sieht, übereinzubringen, da wo es etwas kostet, Personalausgaben zum Beispiel, Sachausgaben, übereinzubringen mit der begrenzten Menge von Geld, die sie Gott sei Dank in Deutschland über Kirchensteuern einnehmen kann. Diese Herausforderung gilt und wird weiter in Zukunft gelten. Also ganz wörtlich genommen, am 1. Oktober 2012 werde ich ein ausgiebiges Frühstück mit meiner Frau und wenn es geht, auch mit meiner Tochter und mit meiner Enkelin zusammen haben. Aber im übertragenen Sinne werde ich ein in den letzten Jahren nicht so intensiv gepflegtes Hobby fortsetzen. Ich werde Steine behauen oder ich werde aus Baumstämmen etwas schnitzen, möglicherweise unter Zuhilfenahme einer Kettensäge, wie ich das früher schon gemacht habe, um sowohl in Stein als auch in Holz Dinge zu gestalten, Bildhauer, Steinbildhauer.